Der Film beginnt mit einer älteren Frau namens Virginia. Sie will sich nicht mit ihrem alternden Aussehen abfinden und möchte ihre Jugend und Schönheit zurückgewinnen. Jeden Morgen wäscht sie ihr Gesicht mit Urin, in der Hoffnung, den Alterungsprozess zu verlangsamen. Anschließend trinkt sie ein speziell zubereitetes Getränk, in der Hoffnung, dass es ihr hilft, sich zu verjüngen. Danach beobachtet sie ihren Nachbarn Bernie, den sie schon lange mag. In diesem Moment erscheint ihre Stieftochter Faye neben ihm, die ihr erzählt, dass der Mann sich von seiner Frau trennen wird, und sie bittet, ihr Glück zu versuchen. Doch die Frau hat nicht den Mut, dem Mann zu sagen, dass sie ihn mag, und bittet ihre Tochter, einen anderen Grund zu finden. Faye erfährt von Bekannten, dass Bernie jeden Freitag in den Schnapsladen geht. Sie erzählt der Frau davon, und Virginia beginnt zu packen. Sie ist als Erste da und wartet auf den Mann, der auftaucht. Als Bernie auftaucht, tut sie so, als wolle sie Wein kaufen und beginnt ein Gespräch mit ihm. Bernie erzählt ihr, dass er sich plötzlich in eine andere verliebt hat und sich scheiden lassen will. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der Frau, in die sich Bernie verliebt hat, um Casey handelt, die in derselben Klasse wie Virginia war. Als sie Casey viele Jahre später wieder sieht, wird ihr klar, warum Bernie sie ausgewählt hat, denn sie sieht viel jünger aus als sie ist. Das beeinträchtigt ihr Selbstvertrauen und sie fragt Casey nach dem Geheimnis ihrer Jugend. Virginie nimmt die Visitenkarte von Dr. Enita und geht in ihr medizinisches Zentrum. Sie gesteht, dass sie mit ihrem Aussehen unzufrieden ist und ihre Jugend zurückgewinnen möchte. Enita sagt, dass sie sich von anderen Ärzten unterscheidet, dass sie ihre eigene philosophische Ideologie der Schönheit hat und dass ihre Philosophie von ihren Patienten verstanden werden sollte. Dann zeigt sie ihr die Ergebnisse und erklärt, dass diese Art von Technologie die einzige ist, die sie auf der ganzen Welt anwenden. Die Ergebnisse ihrer Technik geben Virginia Hoffnung. Obwohl die Operation viel Geld kostet, geht sie zu ihrem Finanzberater und nimmt einen Kredit über einen hohen Geldbetrag auf. Am nächsten Tag kehrt sie zu Frau Annette zurück und teilt ihr mit, dass sie bereit ist. Als die Frau ihre klapprigen Hände sieht, sagt sie ihr zu ihrer großen Freude, dass sie als Bonus ihre Hände kostenlos verjüngen wird. Bevor die Operation beginnt, rezitiert Enid ein unbekanntes Gebet. Als Faye von der Universität nach Hause kommt, ist sie sehr schockiert, als sie ihre Mutter sieht. Faye ist empört, dass ihre Mutter sich eine große Summe Geld geliehen hat, um ihre Jugend wieder zu erlangen. Schließlich wird das ihre Chancen auf einen Studienplatz schmälern. Aber Virginia interessiert sich nicht für ihre Zukunft, sondern nur noch für sich selbstständig. Enttäuscht von ihrer Stiefmutter beschließt Faye, das Haus zu verlassen. Doch dann beginnt Virginia zu halluzinieren und ihr Zustand verschlechtert sich, so dass sie bleiben muss. Am nächsten Tag kommt die Frau zu Elite und klagt über die Probleme, die ihr zu schaffen machen. Elite erklärt ihr in aller Ruhe, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, dass ihre Patienten in den ersten Tagen nach der Operation diese Art von Schmerzen haben und dass das normal ist. Ihr zufolge ist es normal, dass Patienten solche Schmerzen haben, weil die Operation den gesamten Körper des Patienten betrifft. Sie braucht ausreichend Ruhe, also schlägt sie vor, dass sie diese in ihrem privaten Gästehaus in den Bergen verbringt, wo sich ihre Patienten erholen. Dort gibt es andere Patienten, die sie psychologisch unterstützen werden. Als sie erfährt, dass die Pension kostenlos ist, beginnt die Frau sofort zu packen. Faye versucht sie zu überreden, nicht in die Pension zu gehen. Sie sucht im Internet nach Informationen und erfährt, dass Elits medizinisches Zentrum einen schlechten Ruf hat. Elits Vergangenheit ist verdächtig, sie hat an einer unbekannten Einrichtung studiert und alle Patienten in ihrem medizinischen Zentrum sind nach Operationen unter verdächtigen Umständen verschwunden. Virginia weist alle ihre Behauptungen zurück und glaubt weiterhin, dass Elit eine qualifizierte Fachkraft ist. Faye schleicht sich in den Kofferraum des Autos, überzeugt, dass ihre Mutter in Gefahr ist. Als Virginia eintrifft, macht sie sich Sorgen, denn sie ist die einzige, die mit Verbänden bedeckt ist. Elite taucht neben ihr auf und versichert ihr, dass es keinen Grund zur Sorge gibt, da sie alle die Prozedur durchlaufen haben. Dann teilt sie ihr die frohe Botschaft mit, dass sie heute ihr verjüngtes Gesicht sehen kann. Die Frau, die seit langem auf diesen Moment gewartet hat, war besonders aufgeregt. Während Faye in der Pension nach ihrer Mutter sucht, taucht ein Mann hinter ihrem Rücken auf und schlägt sie nieder. Nachdem die Sonne untergegangen ist, überredet Annette die Frau, ihr Binti vor den Augen aller Gäste auszuziehen. Als sich alle Gäste im Innenhof versammelt haben, bittet sie Virginia herein. In diesem Moment bringen die Wachen Faye herein und Annette ist nicht glücklich darüber, dass sie eine Fremde mitgebracht hat. Die Frau verstößt das Mädchen sofort und erklärt, dass sie für sie ein Niemand sei. Virginia hat jedoch ein ganz anderes Ergebnis erwartet.
Sie stellt fest, dass sie nicht jünger, sondern im Gegenteil hässlich geworden ist, ihre Nase gleicht der eines Schweins und ihre Hände haben sich in Hufe verwandelt. Als die Frau anfängt, sie zu beschuldigen, sagt Annette, dass der Hauptzweck der hier versammelten Gäste ein anderer sei. Sie alle versammeln sich jedes Jahr an diesem Ort, um den Tag zu feiern, an dem die Göttin der Schönheit bei einer Jagd ein Wildschwein erlegt hat. Und sie behalten ihre Schönheit nur, weil sie diese Tradition jedes Jahr wiederholen. Und dann zücken sie ihre Waffen, und die Frau rennt in den Wald. Unter den Männern, die ihr nachlaufen, entdeckt sie Bernie und seine zukünftige Frau Kasi. Es stellt sich heraus, dass Kasi ihr absichtlich die Karte von Annette gegeben hat, um sie zum Opfer zu machen. Sie umzingeln Virginia und spießen sie abwechselnd im Namen der Göttin mit Speeren auf. Sie halten alle inne, als Feier auftaucht. Sie bemitleidet ihre Stiefmutter, obwohl sie sie verleugnet hat. In diesem Moment gesteht Annette, dass ihre leibliche Mutter zu ihrer Gemeinschaft der Schönheiten gehörte. Sie schlägt ihr vor, ihre Vergangenheit loszulassen und sich ihnen anzuschließen. Ein paar Monate vergehen und Faya schreibt sich an ihrem Traumkollege ein. Sie fragt einen Mann, wo die juristische Fakultät ist, und er bietet ihr an, sie dorthin zu begleiten. Zuerst lehnt sie ab, aber als sie das Schmetterlingstattoo auf seinem Arm sieht, willigt sie ein. Es stellt sich heraus, dass das Schmetterlingstattoo bedeutet, dass sie Mitglieder der Schönheitsgemeinschaft sind. An dieser Stelle endet der Film. Wenn du mehr Videos wie dieses sehen willst, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und ihm ein Like zu geben. Bis bald!